Salvete, meine edlen Patrizier und Blablabla. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu Total War Rome Remastered. Wir waren gerade dabei, die vielen Denaren, die uns zugeworfen wurden, sinnvoll in unsere Städte zu investieren. Und ja, Lovosike wird weiterhin ausgebaut. Leider haben wir nicht die Möglichkeiten, hier großartig viel auszubauen. Aber ich würde hier tatsächlich mal die Garnison etwas vergrößern. Vicus Marcomanni bekommt Stadtmauern, so sieht es aus. Weitere Einheiten vermag ich hier momentan nicht auszubilden. Vicus Goti könnte noch ein interessanter Punkt sein. Möglicherweise sollten wir hier ebenfalls mal etwas ausbauen. Die Steuern sind niedrig gehalten. Ich würde sagen, wir bauen einen... Schwierig. Möglicherweise eine Arena, ja? Eine Arena wird die Stimmung in Vicus Goti sich erheben. So, Dame. Dame hat gar nicht so viele Ausbaumöglichkeiten. Lassen wir es vorerst mal. Batavoduro muss natürlich ein wirklich... Darauf müssen wir ein intensives Auge haben, aber das sieht soweit gut aus. Es wird ausgebaut. Der administrative Apparat in Mogontiacum wird auch bald verbessert. Trier. Soweit sehr ansprechend und muss nicht zwingend ausgebaut werden. Londinium wird nächste Runde einen römischen administrativen Apparat erhalten, so wie sich das gehört. Samarobriva. Immer noch sehr, sehr wichtig. Allerdings ist hier momentan Ruhe eingekehrt. Ich sehe nicht die Veranlassung, zu viel zu investieren, aber vielleicht etwas in römische Kavallerie, das schadet nie. Kondate. Kondate benötigt auf jeden Fall Kavalleriestelle. Ich will hier stärkeres Militär haben. Alesia. Alesia bekommt öffentliche Bäder, sehr schön. Und eine Fortbildung für unseren neuen Statthalter. Lugdunum. Scheinen die Leute nun auch endlich zufrieden zu sein. Seid ihr nun endlich auf den Geschmack der Zufriedenheit gekommen? Sehr gut. Massilia sieht soweit auch zufriedenstellend aus. Narbomatius. Das reicht mir noch nicht. Oscar. Ah, Neu-Karthago. Weiterhin unzufrieden, braucht auf jeden Fall mehr Kavallerie. Wie sieht es hier hinten in Cordoba aus? Da wird gebaut, sehr gut. Was könnten wir hier bauen? Ihr habt ja sogar schon eure eigene Arena erhalten. Dennoch plagt euch die Unzufriedenheit. Wie wäre es mit einem anständigen Schützenplatz? Um eben weitere barbarische Gebäude einzureißen. So, viele Städte ohne Ausbau gibt es nicht. Viele gibt es nicht. Zeigt mir die Liste. Massilia, Lugdunum, Narbomatius, Oscar, Juvavum kann ich leider nicht ausbauen. Dame, Samarobriva und Trier. Lasst uns Oscar weiter ausbauen, da Oscar für den Kampf hier in Spanien noch halbwegs interessant wird. Ihr bekommt öffentliche Bäder. Was noch? Juvavum? Damme möglicherweise? In Damme können wir nicht viel ausbauen, aber wir könnten in Damme eine Arena bauen. Und wir haben immer noch Denaren. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Narbomatius. Narbomatius könnte interessant für einen Schützenplatz werden, so ist es. Um hier Einheiten auszubilden, mit denen wir dann Limonum einnehmen können und direkt weiterziehen Richtung Numantia. Sehr gut, somit sind unsere Gelder wieder mal geschickt und gewieft angelegt. Und hoffentlich werden bald die Stimmungen im Land weiter unsere Namen schreien. Wir speichern ab und lassen den Feind seinen Zug beginnen.
Die Bruti momentan primär mit den Kriegen. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr braucht unsere Hilfe gegen die Skythen. Nun ja, einem Bruder kann ich wohl kaum diese Bitte abschlagen. Habt Dank. Ich nehme an. Um unseren Standpunkt gegenüber dem Bruti wieder zu festigen. Außer wenn dieser Teufel hier meint, er könnte weiterhin unsere Kaufleute aufkaufen, aber es sah nicht danach aus. Oh, die Skipionen verschleppen ihre Krankheit, wobei Numidien wieder geheilt zu sein scheint. Was haben die Skipionen vor gegen die Spanier? Wollen sie eine verpestete Einheit den Spaniern entgegensenden und sie krank machen? Öffentliche Unordnung. In Córdoba und im Batavodurum. Das war selbstverständlich zu befürchten. Wie ist die Lage in Batavodurum? Etwas besser. Etwas besser, aber auch nicht herausragend. Die öffentlichen Bäder werden gebaut. Zwei Runden hätten wir Zeit, um etwas zu bauen. Bau deine Kaserne. Na, wobei? Baut lieber einen Hafen. Mit dem können sie weniger anfangen, sollten sie die Stadt nochmal einnehmen. Waffenstillstand zwischen den Spaniern und den Skipionen erklärt. Wir haben wieder Senatsposten erhalten. Decius Julius wurde zum Pontifex Maximus, Quintus Decius zum Zensor, Lucius Augustus zum Prätor und Vibius Julius zum Ädil. Ein geeigneter Gatte für Claudia. Gnaeus Bolanus. Er hat Einfluss und ist nicht schlecht auf in der Verwaltung. Er hat wahre Römer und einen Bürokraten als Anhänger. Er scheint mir ein äußerst guter Fang zu sein. Gnaeus Bolanus, willkommen in der Familie, in der mächtigsten Familie Roms. Ereignis seiner Seite. Publius Sarkas hat sein Gefolge vergrößert mit einem Magistrat. Und Opius Domitianus mit einem Bacchuspriester. Das Haus der Julia ist erneut die fortschrittlichste Seite der bekannten Welt. Der Rekrutierungsbericht, zufriedenstellend, aber nicht zu ausgewieft. Der Baubericht, Vicus Marcomanni hat nun Steinmauern, Mogontiacum ein Palast des Prokonsuls. Londinium, ebenfalls ein Palast des Prokonsuls und Córdoba ein Schrein des Jupiter. Der Rundenbericht ist sehr, sehr positiv. Hafenblockade von Limonum. 5 Runden Zeit. Hier. Macht euch auf den Weg. Ich denke nicht, dass sie mit dem Hafen groß viel anfangen können und danach will ich, dass sie die Blockade wieder aufrecht baut. Komisch, der Senat mag uns eigentlich nicht besonders und dennoch verleiht er uns 4 Posten. Dem Haus der Bruti selbstverständlich 2, aber das Haus der Skipionen wird vollständig außen vor gelassen, vermutlich weil uns das Volk liebt. Wir werden mal mit den Skipionen und mit dem Senat sprechen müssen, ob wir irgendwas für sie tun können. Ich denke, ihnen gefällt unser rasanter Aufstieg nicht. Admiral Apius. Ihr segelt weiter. Diese beiden Armeen scheinen sich konsequent zu ignorieren. Sendet dieses Schiff in diese Richtung. Es ist zwar fast komplett zerstört, aber dennoch würde es seine Blockade aufrechterhalten können. Und uns die nötigen Informationen bringen, die wir brauchen, wie denn die Lage dort oben ist. So.
Admiral Galerius. Flotte bereit! Bereit machen zum Angriff! Soll den Feind weiter unter Druck setzen. Ich bin nicht dafür, dass Admiral Viriatus hier freie Fahrt bekommt. Wer soll heute sterben? Wer heute sterben soll, mein lieber Servius? Am liebsten Orgetarix von Arbea. Den sie anscheinend zu ihrem neuen Kommandanten auserkoren haben. Sehr gut. Sehr, sehr gut, mein lieber Servius. Effizienz. Und nun verschwindet in den Wäldern. Der Handel frohlockt. Und unsere Macht steigt weiter an. Flächentechnisch sind wir sicher noch kleiner als zum Beispiel Partien. Aber wir haben mehr einzelne Provinzen. Was unseren Steuerapparat natürlich vorantreibt. Ja? Mein lieber Luca. Macht euch auf ins wunderschöne transalpine Gallien. Hier scheint die Lage unserer Kaufleute sehr, sehr stabil zu sein. Das gefällt mir gut. Bitte? Aber das gefällt mir nicht. Ich kaufe die Konkurrenz auf. Das solltet ihr tun. Ja? Habt ihr nun euren Posten aufgegeben oder seid ihr noch immer? Ja? Seid ihr noch immer an der Arbeit? Ja. Herr. Gaius Severus. Nein, mit Ihnen könnt ihr keinen Handel treiben. Euer Ehre. Beschafft uns einfach weitere Informationen über die Lage der verbliebenen Britannia. Londinium wird neu aufgebaut. Das wird eine Weile dauern, bis wir dort vernünftige Soldaten ausbilden können. Zumindest haben wir dort die Bevölkerung vorerst unter Kontrolle. Was schon ein sehr, sehr großer Fortschritt ist. Die Hafenblockade von Limonum scheint mir auch eher eine Art, naja, Beschäftigungstherapie von Seiten des Senats zu sein. Ja. Euer Ehre. Hier war ursprünglich eine Armee der Spanier. Wo ist sie, mein lieber Herennius, wo ist sie? Anscheinend nicht in eurer Nähe. Die Spanier werden sich darauf verlassen. Bitte? Sie werden sich darauf verlassen, dass ihre Rebellionen weiterhin fruchten. Aber irgendwann verliert auch sie der Mut. Irgendwann verliert auch sie das Interesse am Kampf. Und sie sehnen sich nach Frieden. Und darauf warten wir. In Bewegung. Das gefällt mir hier auch überhaupt nicht. Diese zwei Kaufleute. Die Kaufsituation hier ist noch etwas prekär, besonders im Osten unseres Julianischen Reiches. Man hat uns gebeten, gegen die Skythen in den Kampf zu ziehen. Das erfordert natürlich jetzt eine Verteidigung auch. Euer Gnaden? Kauft bitte. Wir sehen, was ich tun kann. Diesen jungen Mann auf. Sehr gut.
Mutiger Tauschhändler. So wünsche ich mir das, mein Freund. Lupus Goti hat nichts anzubieten. Dann beginnt wieder mit Eisenhandel zu treiben, mein Freund. Gute Arbeit. Sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Brino von Damme soll heute sterben. Ich hatte es schon mehrfach erwähnt, ich habe kein Interesse daran, dass fremdländische Kaufleute unsere Waren zu einem ungünstigen Preis verkaufen. Sehr gut. Nun seid ihr zum Mörder auserkoren, mein Freund. Haltet euch auf jeden Fall beim Sachsenstamm. Ich möchte, dass wir die Briten Britannia weiter unter Druck setzen, bis denn unser finaler und vernichtender Schlag auf sie niederprasselt. Quintus Carus, ja, mit euch wollte ich tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Und zwar Richtung Scipionen und Richtung Senat. Ich möchte wissen, ob wir uns irgendwie ihre Missgunst angeeignet haben. Wieso auch immer. Ich könnte selber nicht verstehen, aber man muss ja mit dem Schlimmsten rechnen heutzutage. Wer soll heute sterben? Nein, das vielleicht nicht. Bewegt euch bitte weiter nach Skythien. Dort wird euer werter Schlagarm vermutlich gebraucht werden. Was seid ihr? Sieht mir nach einem Skythen aus. Vielleicht hätte ich euch doch eher in unserem Land gebraucht. Sieht mir nach einem Diplomaten aus. Nun, da die Skythen auch Feinde sind, können wir sie auch ermorden, wie es uns lustig ist. Ein skythischer Diplomat. Ich kenne die Arroganz der Skythen. Ich erwarte nicht von ihnen, dass sie uns ein Friedensangebot zusenden werden. Das wäre nicht ihre Art. Oh, ein weiterer ägyptischer Diplomat. Ja, Meister. Unterwegs. Unterrichtet mich doch über die momentane Situation. Im gänzlichsten Westen, in dieser Gebirgsstadt, die sicher nicht leicht zu erobern sein wird. Wie kann ich dienen? Indem ihr mit Bernstein handelt. Sehr gut. Erwarte Befehle. Ja. Sieht euch erstmal um und macht euch auf die Suche nach einem äußerst nervigen Kaufmann der freien Völker. Jawohl. Er muss sich irgendwo in dieser Gegend aufhalten. Und seine Geschäfte treiben. Selbstverständlich ohne Gewehr. Gut. Das sieht doch soweit gut aus. In Trier sieht die Lage alles andere als gut aus. Arretium dafür umso besser. Mediolanum. Mhm. Aremium. Vicus Gotier. Leider nicht möglich, die Steuern zu erhöhen. Bordesholm setzt den Feind weiter unter Druck. Mehr brauche ich nicht. Ja, die Lage hier ist natürlich brenzlig, aber wir können keinerlei Einheiten ausbilden. Lovosik ist soweit stabil, dennoch werden wir einige Hilfstruppen hier benötigen, um die Stadt entsprechend auszurüsten, falls die Skythen es wagen sollten, uns anzugreifen. In Dame befürchte ich nichts. Weder Widerstand noch Sonstiges.
Dennoch, bildet ein wenig römische Kavallerie aus. Es schadet nicht. Kondate. Bekommt ebenfalls einige Hilfstruppen. Patavium ist die Lage wie immer. Entspannt und leicht im Blick zu behalten. Vicus Marcomanni. Ein paar Pferde. Segesta. Was stört euch? Manius der Verrückte scheint nicht gerade ein ansprechender Verwalter dieser wunderschönen Stadt zu sein. Londinium fügt sich dafür umso mehr in unseren Apparat ein. Sehr gut. Mogontiacum sehe ich jetzt auch nicht, wieso ich da weitere Einheiten ausbilden sollte, aber wir werden nun sofort unsere Kavallerie weiterleiten. Auch wenn es gefährlicher ist, wenn sie einzeln unterwegs sind, ich vermute nicht, dass sich in den Gebirgen weitere Rebellen verstecken. Schick die Kavallerie los. Und vergesst niemals, in Karthago weitere Einheiten auszubilden. In Neu-Karthago selbstverständlich. Nicht, dass sich das gescheiterte karthagische Volk noch provoziert fühlt von mir. Vatavodurum? Ja, ich bezweifle, dass wir diese Stadt unter Kontrolle behalten können. Oscar sieht soweit sehr zufriedenstellend aus. Alesia ebenfalls. Samarobriva tatsächlich mehr als zufriedenstellend. Cordoba. Diese beiden Einheiten können sich nicht weiter bewegen. Und hier haben wir noch General Gnaeus Bolanus. Wir haben Massilia Lugdunum und Nabomatius und Juvavum. Ich würde sagen, da die anderen Städte es so sehr gewohnt sind, ohne einen Statthalter zu agieren, schicke ich euch nach Juvavum. Diese Stadt wird wichtig in naher Zukunft sein, da sie eine Art Basis für den Kampf gegen die Skythen ist. Ich würde euch darum bitten, zur Seite zu gehen. Diplomat. Elender Zipoetes. Nun haben wir noch 10.000 Denaren. Wie setzen wir die sinnvoll ein? Hier wird gebaut und auch ausgebildet. Schiffe. Schiffe sind es, nach denen ich mich sehne. Nein, einem Diplomaten eigentlich nicht. Davon rennen wir genug rum. Patavium baut ein Aquädukt. Stimmt, so war das. Die Städte sind auf alles vorbereitet. Juvavum. Bald ist es bereit, sich endlich zu vergrößern. Endlich auszubauen. Und diese Kriegsherrenversammlung aufzulösen. Lovosike sieht gut aus. Vicus Marcomanni könnte ebenfalls weiter ausgebaut werden. Wie wäre es mit einem schönen kleinen Schützenplatz, um dort vernünftige Bogenschützen auszubilden? Vicus Goti kriegt seine Arena, um die Stimmung etwas zu lockern. Dame bekommt auch eine Arena, sehr gut. Widerspenstig, dieses Volk. Mogontiacum bekommt momentan nichts. Es hat noch nicht einmal eine Kanalisation. Das ist meiner Meinung nach das Mindeste, was eine solche Stadt besitzen sollte. Kein Wunder, dass sie fast im Schmutz erstickt. Nein. Trier?
denke, ein paar öffentliche Bäder werden euch gut tun. Naja. Londinium wird ebenfalls noch nicht ausgebaut. Das ist natürlich schrecklich. Ihr müsst auf jeden Fall einen Hafen besitzen. Ein Hafen ist Pflicht. Sonst können wir hier nicht mal Schiffe. Ja, wir haben das Fischerdorf natürlich dem Erdboden gleichgemacht, selbstverständlich. Wir hatten keine andere Wahl. Aber nun haben sich die Zeiten geändert. Alesia wird auch ausgebaut. Lugdunum. Lugdunum nicht. Massilia ebenfalls nicht. Nabomatius wird ausgebaut. Oscar ebenfalls. Neukarthago ebenfalls. Und Cordoba ebenfalls. Es gibt nicht mehr viele Städte, in denen nicht gebaut wird. Juvarum kann ich. Massilia, Lugdunum und Samarobriva. Lasst mich sehen. Ja, eine Schiffswerft. Eine Schiffswerft hier wäre nicht unwichtig, damit wir hier stärkere Schiffe ausbilden können in der Nähe des Mittelmeers. Lugdunum, wie kann ich euch einen Gefallen tun? Indem ich einen Schützenplatz errichte, meint ihr? Eine solch große Stadt benötigt eigentlich öffentliche Bäder. Um die Gesundheit aufrechtzuerhalten, ja. Definitiv. Samarobriva lässt sich leider nichts ausbauen, damit wird jede Stadt, die wir besitzen, bebaut. Das ist schön. Wenn wir die Denaren haben, könnten wir eine frühe... Nein, eine prätorianische Kohorte ausbilden. Sehr gut. Die restlichen Gelder, würde ich sagen, sparen wir für die nächste Runde. Und erneut machen wir unserem Fortschritt alle Ehre. Ich bin gespannt, was der Feind nun uns entgegenstreckt. Die Bruti eben erst um unsere Hilfe gebeten. Nun haben wir ganz klar aber das Kaufland abgegrenzt, in dem sie sich frei bewegen dürfen. Und darüber brauchen sie sich nicht zu beklagen. Mhm. Geht. Bleibt in euren eigenen Landen. Oh. Die Skipionen haben dauerhaft mit der Pest zu kämpfen. Sie kümmern sich einfach nicht um die Sauberkeit ihrer Städte. Wenn du große Städte hast, musst du auch für den Komfort deiner dortigen Bewohner aufkommen. Ah, eine kleine Garnison scheint sich in die andere Stadt rüber zu bewegen. Sie sind sich womöglich sicher, dass wir sie nicht angreifen werden. Öffentliche Umordnung, Cordoba. Zum Glück wurde niemand verletzt. Selbstverständlich werden wir diese Stadt in der nächsten Runde verloren haben. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Batavodurum, schwer zu sagen. Der Widerstand ist groß. Der Widerstand ist sehr, sehr groß in Batavodurum. Aber möglicherweise lässt es sich noch herausreißen. Die Bevölkerung sinkt auf jeden Fall. Aber vielleicht müssen wir auch noch einen weiteren Angriff starten. Kleinstadt wächst, Juvarum, endlich. Endlich wächst diese wunderschöne kleine Stadt. Ich habe darauf gewartet, sehnlichst. Und nun sind wir endlich in der Lage, einen Statthalterpalast zu bauen. Und hoffentlich dann dieses kleine Städtchen endgültig komplett auszubauen. Großstadt, Narbomatius. Sieh einer an. Das bedeutet, ihr werdet ebenfalls bald einen Reichspalast benötigen. Ich werde es im Auge behalten. Die Skipionen haben den Spaniern erneut den Krieg erklärt. Ein neues Familienmitglied, Flavius Bolanos. Auf dich, mein guter Junge, auf das du heranwächst. Mutig und tapfer. Amulius Julius hat eine berühmte Kurtisane dazu gewonnen. Naja. Manche Dinge sollte man von zwei Seiten betrachten, ehe man darüber richtet. Der Rekrutierungsbericht ist diesmal etwas üppiger als die letzte Runde, aber wenigstens ist unsere Quinquireme fertig. Der Baubericht Segesta hat nun seine eigene Arena, Mediolanum, seine Akademie, Alesia, öffentliche Bäder, Lovosik, Pflasterstraßen, Batavodurum, eine Kanalisation und Cordoba. In Cordoba wurde der Thronsaal
errichtet und der Hafen wurde angefangen zu bauen. Natürlich, wenn man so viel baut, muss man mit etwas finanziellen, mit leichten finanziellen Rückschlägen rechnen. Aber ich würde das alles nicht als finanziellen Rückschlag bezeichnen. Eigentlich genau im Gegenteil. Und wenn es ein finanzieller Rückschlag ist, bauen Sie eine an. Dann ist es zumindest ein geistiger Fortschritt. Sieh einer an. Wir kommen den Ägyptern immer näher, was die Macht angeht. Admiral Appius segelt weiter an der nordafrikanischen Küste entlang. Es ist ja sowieso skipionisches Gebiet, von daher habt ihr dort nichts zu befürchten. Habe ich dort eine leichte Rebellion ausgemacht? Wo sind die spanischen Schiffe? Ja, Kapitän. Wo sind die spanischen Schiffe? Das gefällt mir überhaupt nicht. Flotte bereit. Flotte bereit. Wurde das Schiff wieder komplett vorbereitet? Anscheinend wurde es repariert. Setzt die Segel. Gut, Admiral Herius, ihr habt wieder Einheiten. Ihr habt wieder neue Matrosen. Führt sie nur nicht zu schnell in den Tod. Admiral Titus. Auch ihr macht euch bitte über Umwege auf dem Weg nach Spanien. Ich möchte die spanische Flotte möglichst bald zerstoßen sehen. Zerstoßen wie mit einem Mörser zerrieben. Servius. Attentäter erwartet Befehle. Dann sollte ich euch doch was zu tun geben. Ich möchte, dass ihr Bordesholm so gut es geht sabotiert. Und zwar am besten mit beiden Einheiten. Wie es aussieht, haben die Briten Bordesholm aufgegeben und konzentrieren sich nun auf Eburacum und Deva. Dort befinden sich einmal Britannia Inferior und einmal der Silura-Stamm. Beide möchte ich natürlich möglichst bald tot sehen. Es ist gut, wenn wir einige Häuser zerstören. Damit kosten wir sie weitere Gelder. Ja, der Markt wurde zerstört. Sehr gut. Wir könnten Hauptmann Casivillanus töten oder Hauptmann Togodumnus, die sich anscheinend in der Stadt befinden. Ah nein, vielleicht sind es auch die Soldaten, die um die Stadt aufgestellt sind. Ebenso wie die Gallier auf den Balearen sind nun auch diese Einheiten gefangen. Gefangen im Norden des Gebietes, das ich gern für mich beanspruchen möchte. Der heilige Hain von Brigantia wurde zerstört, beziehungsweise sabotiert. Und jedes Gebäude, das sie ausbessern müssen, kostet sie Denaren, die sie momentan offensichtlich nicht haben. Wunderbar. Da. Ah, die Taverne ist bereits zerstört. Und der heilige Hain der Brigantia nicht komplett. Naja, gut. Immerhin ein Teilerfolg. Bitte? Mein Freund, ihr habt nun das transalpine Gallien erreicht. Dort gibt es anscheinend nichts für euch, aber ein Monopol auf Töpferwaren könntet ihr dennoch errichten. Los, macht euch auf den Weg und verdient Geld für mich. Kordome müssen wir aufgeben. Etwas Hoffnung hege ich noch für Bata Vodurum. Aber ich befürchte, dass diese Hoffnung trügerisch ist. Bitte? Laut und deutlich. Ich vermute den Mann hier beim Eisen. Den Fremdling.
Aber auch ich kann mich täuschen. Tatsächlich ist er weiter in den Landen geblieben und bewegt sich nicht von der Stelle. Sehr gut. Sehr gut, mein lieber Quintus. Damit habt ihr auf jeden Fall eure erste Bestandsprobe bestanden. Macht euch nun zurück auf den Weg. Ich möchte, dass ihr mit Holz handelt. Wir haben nicht allzu viele Kaufmänner, die mit Holz handeln, und ich halte es für sehr geschickt. Euer Ehren? Ich spreche sofort. Sprecht mit ihnen und sagt, was sie wollen. Kommt zum Punkt, unsere Geduld hat ihre Grenzen. Oh, ich kann ihn nicht bestechen. Naja, dann nicht. Euer Ehren. Ah, der Diplomat ist hier etwas überflüssig auf dieser Insel, aber es ist gut, dass er da ist. Zumindest habe ich einen Agenten. Und Gaius Severus wird den Rest seiner langen Tage wahrscheinlich in Britannien verbringen. Kann so etwas die Kultur kennenlernen und mir dann Informationen geben. Edler Meister. Herennius. Ich habe eine spanische Armee hier gesichtet. Ohne Zögern. Oder habe ich mich getäuscht? Nein, habe ich mich natürlich nicht. Aber er ist kein Agent. Zumindest kein Spion. Skythische Kaufmänner. Beobachte und warne. Skythische Kaufmänner. Die es sich auf meinem Boden bequem machen. Bewegung. Vielleicht sollte ich ihn gar nicht dort hochschicken. In dieses verlassene Eiland der verbliebenen Germanen. Vielleicht sollte ich ihn lieber zu den Skythen schicken. Herr? Ja. Ein Spanier. Ein Diplomat der Parthier. Sofort. Ich möchte aber, dass ihr Richtung Rom euch bewegt. Ich möchte sehen, ob die Lage zwischen uns und den anderen Familien soweit stabil ist. Oder ob wir etwas zu befürchten haben und ich anscheinend doch aufrüsten sollte. Oh, mein lieber Aulus. Wenn du jemand in Skythien findest, der aussieht, als würde er nach deiner Klinge trachten, dann tobe dich aus. Unterwegs. Und achte auf deine Schritte. Ein Kaufmann der Griechen, ein Diplomat der Makedonier und eine Armee der Bruti. Etwas anderes habe ich nicht erwartet. Bitte? Manius von Arretium. Ihr habt hier sehr gut. Sehr gut für jegliche Art von Ordnung gesorgt. Und nun möchte ich, dass ihr euch nach Umbrien aufmacht und dort mit Töpferwaren handelt. Winter 2014 vor Christus. Das Haus der Julia ist das mächtigste, die mächtigste Fraktion der uns bekannten Länder. So, wie ich es mir vorgestellt habe. Herr,
Mein lieber Aulus. Ich spreche sofort mit Ihnen. Ja, macht euch auf den Weg. Bald habt ihr euer großes Ziel erreicht. Über Jahre hinweg seid ihr gewandert. Und habt große Strapazen auf euch genommen. Und nun seid ihr bald in einem Gebiet, das noch niemand vor euch betreten hat. Zumindest kein Römer. Weiter geht es nicht. Einerseits beneide ich euch, andererseits möchte ich in diesem fremden Land nicht unbedingt alleine laufen. Beobachte und warte. Ah ja. Eine spanische Armee blockiert den Pass. Beziehungsweise das Tal, den einzigen Zugang zu dieser Stadt. Hauptmann Garci. Euer Ehre. Aber es ist regelrecht eine Vorhut. In Bewegung. Asturica. So heißt ihre Hauptstadt und sie besitzt keinerlei Garnison, weil alle ihre Armeen sich in Mauretanien befinden. Als Geniestreich wird diese Aktion nicht in die Geschichte eingehen. Nun. Trier ist soweit zufrieden, Arretium ebenfalls, Mediolanum sieht gut aus, Arimium. Arretium. Eine weitere Quinquireme. Wir werden nun unsere Marine weiter aufstocken. Ihr haltet hier eure Stellung? Cordoba werden wir nächste Runde verlieren. Lovosike? Gefällt mir sehr gut. Ein paar Hilfstruppen mehr. Dame ist sehr zufriedenstellend, da brauchen wir keine weiteren Einheiten. Kondate. Ja, Kondate könnte vielleicht noch die ein oder andere Einheit vertragen. Patavium ist zufriedenstellend, Londinium ist in Ordnung. Vicus Marcomanni sieht ebenfalls gut aus. Segester. Nun scheint man sich dort auch wieder beruhigt zu haben. Da scheint ein kleines Hoch und Tief in der Stimmung zu sein. Die Schiffe, der Hafen wird bald gebaut. Auf diese Art erkennt das Volk Londons natürlich auch unseren guten Willen. Neu-Karthago benötigt auf jeden Fall neue Pferde. General! In die Stadt mit euch. Von den Truppen. General! General! Herr! Bleibt nur in der Nähe, mein Freund. Bleibt in der Nähe und haltet euch bereit. Wir werden die Stadt verlieren und ich möchte sie eine Runde drauf sofort wieder zurückerobern. Vorwärts! Was für eine Armee sich auch immer hier oben befindet, sie wird das nicht aufhalten können. Cordoba ist ein wirklich hartes Pflaster. Das muss man schon auch mal ganz klar aussprechen. Solange unsere Einnahmen halbjährig über 10.000 Denaren liegen, können wir weiter ausbilden. Ihr könntet auch Einheiten gebrauchen, nicht wahr? Stoßt vor! Ich fühle mich zwar nicht wohl, so viele Einheiten aus Neu-Karthago abzuziehen, aber Cordoba braucht Unterstützung. Batavodurum wird vermutlich nächste Runde nicht mehr uns gehören. Wir können versuchen, den Tempel des Jupiter zu errichten. Es wird jedoch nicht geschehen. Meine Erfahrung sagt mir das. Alesia sieht gut aus. Samarobriva wird wieder etwas schwierig.
Oh ja, Gnaeus, Bolanus. Mach es dir in Iuvavum bequem. Eine der wenigen Städte, die noch ohne Statthalter agieren. Ah, eine gute Runde. Ausnahmsweise mal etwas weniger Krieg. Zur Abwechslung. Und viel, viel Bauprojekte. Sehr gut. Und um eben diese Bauprojekte werden wir uns jetzt sofort kümmern. So. Arretium sieht soweit gut aus. Arimium ebenfalls. Wir könnten dort... Nein, aber ich gebe mich mit Trieren eigentlich nicht mehr ab. Das war eher ein Notfallplan für den Auftrag des Senats. Hier könnten wir weiter ausbauen. Darf ich kurz die Liste sehen? Ja, viele Städte sind es nicht, die nicht ausgebaut werden. Segesta verdient es daher auf jeden Fall. Segesta verdient eine vernünftige Schiffswerft. Segesta verdient einiges. Ebenso eine vernünftige Wehrkaserne, aber eine Schiffswerft würde mich tatsächlich eher reizen. Mediolanum? Zufriedenheit wird höher, aber auch nicht überragend. Und kein Bevölkerungswachstum mehr, das ist natürlich ein Problem. Ein Rüstungsbauer. Ein Rüstungsbauer werden wir brauchen. Patavium sieht soweit sehr, sehr gut aus. Und es wird ein Aquädukt gebaut, ein außergewöhnliches Gebäude. Iuvavum soweit zufrieden. Sodass die Steuern auch wieder auf ein vernünftiges Niveau angehoben werden können. So wünsche ich mir das. Lovosike? Lovosike muss weiter ausgebaut werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich benötige einen Übungsplatz. Vicus Marcomanni bekommt einen Schützenplatz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, natürlich. Vicus Goti wird auch bald um einiges zufriedener sein. Damme ebenfalls. Mogontiacum sieht soweit auch gut aus, aber es werden einige Gebäude die nächste Runde fertig werden. Einige. Und das macht mich sehr glücklich. Sehr glücklich. Trier? Aber leider lassen sich nur an wenigen Stellen die Steuern auch wirklich erhöhen. Ja, hier wird ein Hafen errichtet, sehr gut. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein in dieser wunderbaren Stadt. Lugdunum, ja, ein Dorn in meinem Auge, wenn ich ganz ehrlich sein soll, diese Stadt. Die Unzufriedenheit der Leute dort wurmt mich. Sie wurmt mich. Oscar sieht soweit gut aus. Neu-Karthago wird ausgebaut. Wird überall gebaut? Ist das möglich? Alesia? Und Samarobriva nicht. Ungeachtet der beiden Rebellionen haben wir überall Bevölkerungswachstum, außer in Alesia und Oscar. Patavium Milanum, aber kein Sinken. Alesia und Samarobriva. Was könnte ich euch Gutes tun mit den 2800 Denaren, die wir noch besitzen? Ah, vielleicht in Alesia die Fruchtfolge einführen und dadurch wieder etwas mehr Bevölkerungswachstum erreichen. Eine gute Idee. Eine sehr, sehr gute Idee. Bildet mir in Lovosike geschwind einen weiteren Spion aus. Ich möchte mehr Spione in diesem Teil des Landes haben. Ich möchte besser informiert sein. Und damit beenden wir diese Runde auch schon wieder. Schnell schreiten wir voran. In regelrechten 7 Meilenstiefeln. Ja, wie erwartet, wird unsere Garnison aus Cordoba geschmissen. Batavodurum scheinen wir aber in den Griff bekommen zu haben. Kurz vor knapp. Die Brutier haben den nächsten Sieg im Ziegenlager erreicht und haben die Skythen weiter zurückgedrängt. Wieso haben sie uns Denaren geboten?
uns an einem Kampf zu beteiligen, der bereits gewonnen ist. Ich meine, ich nehme sie dankend an. Aufstand in Vatavodurum. Nächste Runde wird der Tempel des Jupiter fertig. Vermutlich eine Nuance zu spät. Zumindest vermute ich das. Waffenstillstand erklärt. Ich habe das Gefühl, dass sich die Skipionen schön brav jede Runde aufs Neue von den Spaniern auszahlen lassen. Ansehen beim Volk sinkt. Warum sinkt das Ansehen beim Volk? Ich baue und baue und baue. Lovosike ist zur Kleinstadt gewachsen. Sehr gut. Gaius Decius hat die Volljährigkeit erreicht. Der Tod geht um. Senkt die Steuern auf ein Minimum. Das Aquädukt dürfte bald fertig sein. Ja, der Schmutz ist gefährlich geworden in der Stadt, aber das Aquädukt wird bald fertig sein. Viele Leute haben Angst, ihre Häuser zu verlassen, aber vielleicht wird sie dies nicht retten, da der Tod schon viele ins Jenseits geholt hat. 2860. Das ist ja grauenvoll. Kümmert euch sogleich darum. Das Aquädukt muss fertig werden. Zivile Revolte in Cordoba. Wieder sind einige Bürger des Trotzes zum Opfer gefallen. Ägypten ist nun wieder die fortschrittlichste Seite. Selbstverständlich sind sie das. Der Rekrutierungsbericht. Dauert es nur so kurz, eine prätorianische Kohorte auszubilden? Ich dachte, dass das länger dauert. Oscar hat öffentliche Bäder bekommen, da mir eine Arena, wie Cuscotia eine Arena Mogontiacum, endlich eine Kanalisation. Londonium einen Hafen, Cordoba einen Hafen und Batavodurum wurde der große Markt repariert und der Tempel des Jupiter wird bald fertig sein. Wir sollen Cordoba zurückerobern, selbstverständlich sollen wir das. Aus welchen Gründen sinkt denn unsere Macht so rapide? Gibt es dafür irgendeinen triftigen Grund? Ah, oh, Piraten. Setzt die Segel. Versucht euch in der Mitte des Mittelmeers mit der Quinquireme zusammenzuschließen. Das sollte diese nordafrikanischen Piraten etwas abschrecken. Setzt die Segel! Sind bereit! Bereit machen zum Angriff! Kampf abbrechen! Hi, Captain! Wir werden sie weiter bearbeiten. Wir werden sie weiter bearbeiten und gönnen ihnen keine einzige Sekunde der Ruhe. Sie dürfen nicht denken, dass sie die Gibraltar Meerenge befahren dürfen, wie es ihnen passt. Ja, Kapitän. Limonum wird nächste Runde blockiert werden, so wie es der Senat wünscht. Unsere Situation ist gerade wahrlich nicht einfach. Servius. Wer soll heute sterben? Sterben muss heute tatsächlich fast niemand, aber ich möchte, dass ihr Bordesholm weiter bearbeitet. Und versteckt euch in den Wäldern. Hier ist die Lage sehr zufriedenstellend, auch was die Kaufleute angeht.
Ich sehe, wenn ich richtig sehe, nur ein paar Diplomaten. Ja? Ich hol ihn euch sofort aus Gespräch. Mach das. Es gibt keinen Grund, hier Handel zu treiben, wenn man nicht unter der roten julianischen Flagge unterwegs ist. Oh, er ist nun ein Markteroberer. Das ist ja nahezu ein Adelstitel. Wie kann ich dienen? Indem ihr diesen jungen Mann aufkauft. Waren. Macht euch nun auf den Weg. Platziert euch neu. Ich bin am Überlegen, da die Skipionen uns ja sowieso nicht mehr trauen, ob ich diesen Kaufmann dort mal aufkaufen soll. Er sorgt prinzipiell nur für Ärger. Verkauft unser Eisen. Und verdient sich daran eine goldene Nase. Kann ich etwas tun? Euer Ehren. Ich wüsste nicht, wieso ich so ein Verhalten gutheißen sollte. Haltet euch in der Nähe des Hafens auf, Gaius. Erwarte eure Befehle. Ohne Zögern. Hier ist eine weitere Armee angekommen. Haben sie die Armee aufgeteilt oder ist es die Armee, die letzten... Ah nein, hier befindet sich die Armee. Drei Einheiten zu Schiff. Meister, euer Ehren. Warum bringen sie alle ihre Einheiten nach Nordafrika, greifen aber Mauretanien einfach nicht an? Fürchten sie tatsächlich die Garnison? Bestehend aus ein paar Hilfstruppen. Zu Diensten. In Bewegung. Ich muss sagen, ich verstehe Ihre panische Angst einfach nicht. Die Skythe haben sich mit den Falschen angelegt. Die Bruti scheinen sie wirklich regelrecht zu überrennen. Und wir müssen uns ganz genau überlegen, was unser nächstes Angriffsziel wird, nachdem wir die Briten geschlagen haben. Britannia. Erwarte eure Befehle. Ich spreche sofort mit Ihnen. Sprecht mit Rom und fragt sie, ob es irgendwelche unausgesprochenen Dinge zwischen uns und ihnen gibt. Mein Gott, Quintus, 59 Jahre. Das nenne ich ein stolzes Alter. Ich hätte das Aquädukt früher bauen sollen. Nun sterben so viele unschuldige Leute. Aber in einem Jahr ist das Aquädukt fertig und der Schmutz auf den Straßen wird nachlassen. Attentäter bereit. Ihr werdet hier tatsächlich momentan nicht benötigt. Reist weiter Richtung Norden. Oh, die Skythen sind auch noch in der Zange. Ich muss mir danach ganz kurz ihre diplomatische Lage ansehen. Ah, ein paar Rebellen. Ich möchte ihre diplomatischen Beziehungen sehen. Vielleicht sind sie nämlich in einer absoluten Zwickmühle. Sie sind Handelspartner mit Makedonien, aber die Parthier sind ihre Feinde. Der Norden ist ihnen
Egal. Kann ich etwas tun? Ja, ihr reist weiter, mein Freund. Ihr reist natürlich weiter. In den Süden. Ich bin so gespannt, welche Reichtümer er dort entdecken wird. So aufgeregt wie noch nie, wie ein kleines Kind. Aber all diese Dinge werden wir erst nächste Runde sehen. Und dort werden wir auch die restlichen Agenten losschicken. Wir haben es leider erstmals mit der Pest zu tun. Wir werden versuchen, die Pest unter Kontrolle zu bekommen, weiterhin unsere Städte ausbauen, fleißig Denaren in den Wiederaufbau der Städte investieren, um auf diese Art den Anstieg unserer Macht auf jeden Fall neu zu forcieren. Und bald, bald schon, werden unsere Angriffe nicht aufhören. Wir werden Cordoba wieder einnehmen. Wir werden Lemonum einnehmen. Wir werden auch Bordesholm einnehmen. Wir werden Angst und Schrecken verursachen bei unseren Freunden. Ich freue mich darauf. Bis dahin, euer Gaius Julius Caesar.